Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Wir sind hier immer noch im Atlantica. Momentan jetzt gerade hinter Ursula hinterher, die den Dreizack geklaut hat und dabei sogar König Triton erstmal übelst verletzt hat. Das können wir natürlich nicht einfach so hinnehmen, aber zuerst einmal müssen wir erstmal wieder ein bisschen uns durch die herzlosen Mutter hier durchkloppen. Da ich ja jetzt letztens den Spielstand nochmal neu geladen habe, sind sie ja natürlich auch alle wieder respawned und wir müssen sie erstmal hier alle wieder platt machen, was aber nicht allzu tragisch ist, denn die sind nicht allzu stark. Na egal, gut, dann machen wir uns erstmal wieder auf den Weg zu ihrer Grotte hin. Oh, und dieses Mal mache ich die alte fertig. Diesmal bin ich sogar auch hoffentlich ein bisschen besser vorbereitet als beim letzten Mal. Na, es ist eigentlich auch wirklich blöd, dass ich jetzt hier gerade keine magieunterstützende Waffe am Start habe. Vielleicht hätte ich sogar eigentlich lieber für diesen Kampf... Ja, warte mal. Muss ich erstmal hier kurz nochmal hier schlagen und... Verdammt. Gehe ich am besten lieber doch nochmal hier schnell zurück zum Speicherpunkt und werde erstmal hier Goofy gegen Donald austauschen. Weil Goofy taugt jetzt für diesen Kampf gerade momentan sowas von gar nicht. Da ist Donald mit Magieunterstützung wesentlich besser geeignet. Vor allem, wenn er jetzt hier eigentlich ja für mich den alten Kessel zerstört. Das könnte ich vielleicht sogar irgendwie so einrichten. Und warte mal, schwimme ich jetzt hier eigentlich überhaupt? Ja, ich schwimme hier richtig zum Glück. Und wir erstmal hier kurz die Gruppe ändern. Oh, so, hinzu kommt ja natürlich ja noch, dass ich hier einen zweiten Heiler dann am Start habe. So sind ja auf jeden Fall erstmal die Überlebenschancen etwas höher. Ich meine, Goofy ist jetzt momentan zwar auch nicht ganz schlecht dran, ne? Vor allem, weil er ja letztens auch Evolution erlernt hat. Ja, das Blöde ist ja nur, er kann sie ja leider nicht so oft einsetzen, weil erstmal diese Technik ist verdammt teuer. Sie kostet immer 3 MP. Und leider ist es ja irgendwie jetzt für diesen Level so eingestellt, dass jetzt Goofy sehr oft seine Spezialattacken einsetzt, aus welchem Grund auch immer. In jeder anderen Welt macht er das nicht so häufig. Das ist irgendwie komisch, oder? Na, wie auch immer. Erstmal... Na gut, das funktioniert doch auch schon mal ganz gut. Und Donald, verschwende nicht so deine Zaubersprüche. Ja. Ich kann eigentlich hier wirklich jetzt gerade nichts groß machen. Da muss ich leider echt sagen, Donald verwendet viel zu häufig seine Techniken. Naja, wie auch immer. Auf ein neues. Warte mal, das kann ich eigentlich sogar skippen. Das müssen wir uns nicht nochmal antun, wie sie so böse hier guckt. Ja, warte mal, muss ich eigentlich immer so ein bisschen warten? Ja, ich denke mal, ich sollte nicht immer so willkürlich hier rumballern, sondern immer... Okay, das hat schon mal ganz gut geklappt. Wo ist die Alte hin? Da oben. So, komm schon, ich will sie wenigstens jetzt auf die grüne Leiste komplett runterkloppen. Jetzt mach schon! Ah, Mann, jetzt komm schon. Und Eisra! Wirkt nicht. Dann Blitzra. Okay, funktioniert und erstmal hier schnell Äther an nachtanken. Danke. Gravitas! So, und da ich ja nicht unbedingt hier nur Items verschwenden will, werden wir jetzt auch mal hier ein bisschen die Zitterhalle hier zerkloppen. Okay, hat geklappt. Blitzra! Ah, Mann! Jetzt hat er hier wieder seine verdammte Kraft verloren und Blitzra! Ne, ich habe ja nur Blitz drauf. Und Gravitas! Ah, wirkt nicht ganz. Eisra! Okay, das hat geklappt. Ja, das ist ja leider irgendwie ein bisschen bescheuert. Ich weiß nicht, kann man da irgendwie ein System voraussehen, welchen Zauber man da einsetzen muss? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich dachte vielleicht, man könnte sich vielleicht ein bisschen nach der Farbe da so richten, aber... Bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Au.
Oh, aua! Oh Mann, Alter, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Oma! Meine Güte! Jetzt komm schon! Ist doch jetzt echt nicht zu fassen, dass auch diese blöden Zittern alle... Feuer! Okay, und ich brauche wieder Äther. Ah, Mist. Jetzt haben wir die Dinger ja so... Oh. Verdammt! Und Gravitas, komm schon! Jetzt nimm endlich den richtigen. Oh Mist, na toll. Das läuft ja schon wieder richtig super hier. Oh, meine Fresse. Jetzt komm schon. Na also, das hat doch endlich gereicht. Das hat ihr den Rest gegeben. Oh yeah. Und die alle, ja, die machen jetzt auch erstmal ihren Abgang. Naja, kannst du mal sehen. Du wirst hier für alles zahlen. Gehen wir, müssen den Dreizack zurückholen. Oh, und wir erhalten dafür erstmal die Gruppenability Nixenflosse. Die Gruppe kann Gruppenabilities Untergruppe im Ability-Menü ausrüsten. Um gegen die Strömung zu schwimmen, musst du das hier anlegen und mehrmals Kreis hintereinander drücken. Alles klar. Gut, Donald ist auch wieder dabei, deswegen wollen wir doch mal kurz gucken. So, jetzt erlernen wir hier unsere erste Gruppenability. Eigentlich hätte es ja Sportsfreund sein müssen, aber naja gut, die haben wir ja jetzt absichtlich, wie gesagt, ja mal ausgelassen, weil wir den Monstro-Level nicht gemacht haben. Und eigentlich brauchen wir sie auch nicht so dringend. Ich meine, man kann das Spiel wirklich ohne Sportsfreund schaffen. Das ist eigentlich absolut kein Problem. Okay, wo war ich jetzt hier? Genau, ich wollte jetzt erstmal wieder hier zurück, weil ich wollte nämlich das hier erstmal machen. Vorher war dieser Egel nämlich ja ganz woanders. Und ja, wenn ich ja jetzt kurz hier den Raum verlasse und dann wieder reingehe, landet dieser Egel jetzt hier plötzlich unter dieser Muschel. Und ja, die hätte man normalerweise überhaupt gar nicht zerschlagen können. Also mit dem Schwert geht gar nichts und mit Zaubern auch erst recht nicht. Was ist das hier? Blockiert. Wir müssen einen anderen Weg finden. Na toll, müssen wir echt? Na gut, dann wollen wir das erstmal wieder hier ein bisschen ausrüsten. Und zwar braucht Sora erstmal wieder ein paar Items. Warte mal, wie viel HP hat Sora momentan eigentlich? 42, okay. Das heißt also mit anderen Worten, normale Potions reichen eigentlich so oder so immer noch aus. Wollen wir erstmal hier wieder ein bisschen Äther ausrüsten. Man weiß ja nie, ob man das vielleicht noch gebrauchen kann. Und Mega-Potion auf jeden Fall für die Gruppe im Notfall. Ach gut, dann machen wir uns mal langsam jetzt auf den Weg wieder zum... Ja, wo müssen wir eigentlich überhaupt hin? Ursula muss an einem Ort sein, der eigentlich normalerweise nicht so einfach zu erreichen ist und für das ja eigentlich ja jetzt die Nixenflosse eigentlich nötig sein sollte. Ich meine, aus einem anderen Grund würde man sie uns ja wohl jetzt kaum beibringen. Deswegen wäre es ja eine gute Idee, wir nehmen noch einmal die Meeresströmung unter die Lupe. Naja. Das war's auch schon. Das war der hier und das war's. Ich kann ja nochmal hier kurz im Meeresrefugium kurz speichern gehen. Das ist ja erstmal auch ganz wichtig. Dann kommen, haben wir nämlich ja den ersten Kampf gegen Ursula überstanden. Schon müssen wir ja hier gleich einen zweiten noch hier wagen. Ja, das wird auf jeden Fall sehr lustig. Gut, wir sind hier fertig. Machen wir uns mal langsam jetzt wieder auf den Weg zur... Meeresströmung muss ich ja jetzt hin. Hatte ich ja gesagt, dass wir die mal wieder ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und zum Glück ist diese ja hier nicht weit von diesem Standort entfernt. Müssen wir erstmal wieder zum Schiffswrack hinschwimmen und dann von dort aus, ja, da war so ein oberer Höhlendurchgang. Und, oh, da oben sind riesige Quallen. Na, komm schon. Und verdammt.
Jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich ja eigentlich ja Donald wieder durch Goofy ersetzen wollte, aber na gut. Ich denke mal, ich lasse es vielleicht doch lieber erstmal sein. Ich brauche sowieso eigentlich erstmal ordentlich heilende Unterstützung. Ah, Mist. Komm schon. Eigentlich bin ich ehrlich gesagt sogar schon ein bisschen... Naja, bin ich eigentlich nur nicht so ganz sicher, ob ich jetzt wirklich den nächsten Bosskampf jetzt überhaupt schaffen würde. Komm schon. Ich muss mal kurz gucken. Was sagt eigentlich jetzt gerade der Status? 360 Erfahrungspunkte noch. Ah, ja. Das ist jetzt natürlich die Frage. Bin ich eigentlich überhaupt schon bereit für Ursula? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan. Na schön. Wo muss ich jetzt eigentlich nochmal hin? Und was kommt da jetzt gerade auf mich zu? Wo kommt das? Ach, da unten. Ist ja natürlich die Frage. Nee, also ich denke mal, ich werde das jetzt erstmal so machen. Also in diesem Part mache ich den Bosskampf jetzt, glaube ich, lieber doch nicht. Stattdessen werde ich mich jetzt einfach mal hier ein bisschen sinnlos durch die Gegend prügeln. Und nochmal versuchen, für Sora ein weiteres Level zu erreichen. Damit wir auf jeden Fall ein bisschen mehr gerüstet für Ursula sind, weil... Ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist mir doch ein bisschen jetzt momentan noch zu stark, also wenn sie jetzt hier gleich auf uns zukommt. Alles klar. Und los geht's. Oh genau, der ist schon wieder weg. Der macht einfach einen Abgang, der... Kleine Mistzack, ey. So, dann werde ich mal hier mal mein Glück versuchen. Ich könnte ja mal kurz hier reinschauen. Und gucken, ob hier vielleicht Pufungis sind. Ja, sind sie leider nicht, aber die sind auch nicht viele. Aua. Ja, wenn ich die mal treffen würde. Mann! Manchmal wirklich ätzend, dass die einen auch einfach nicht in Ruhe lassen können. So, tauchen hier unten vielleicht auch noch welche auf? Hallo? Jemand hier? Nö. Schade. Ja, was ist jetzt los? Ich komme hier gar nicht mehr raus, oder was? Doch. Ja, das mit der nächsten Flosse ist manchmal hakelig. Wenn ich zu oft hier die Kreis- oder Quadrat-Taste hintereinander drücke, dann aktiviert sie sich, ja? Das kann manchmal doch ein bisschen, ja, nervig werden. Oder, ach, weißt du was? Scheiß aufs Level abtrinken, das ist eh zu langweilig und ich denke mal, 7 Minuten müssten ausreichen, also probieren wir doch mal unser Glück. Also gut, hier sind wir hier bei der Meeresströmung und da gibt es tatsächlich noch einen Durchgang, den wir bisher noch nicht erforscht haben, und zwar diesen hier, den, die drei Fragezeichen mal wieder, ja, diesen Raum wieder. Ja, Donald ist leider ziemlich schwer angeschlagen, aber es könnte vielleicht eigentlich auch noch ein bisschen nicht so schlimm sein, immerhin, er hat ja Espirit drauf. Damit kann er ja die MP wieder erstmal regenerieren und Ariel hat es ja auch drauf. Also ich denke mal, die Heilertruppe funktioniert so, wie sie ist, ganz gut. Erst einmal gehen wir einfach mal wieder zu diesem Ort hin und stellen uns Ursula erneut. Ja, das glaubst doch nur du. Was zum Teufel macht die da jetzt? Oh oh. Sag mal... Wird die etwa größer? Scheiße. Oh Mann. Die war ja schon in ihrer normalen Form verdammt fett, aber jetzt so? Okay, darauf muss ich ja immer ein bisschen aufpassen, wenn sie jetzt hier diese blöde Einsaugtechnik macht. Ja,
Vorsicht. Oh, Mann, da macht sich jetzt gleich zwei hintereinander. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, verdammt, ich bin noch entkommen. Ja. Okay, jetzt schön aufpassen. Oh Mann, darauf habe ich jetzt keine Lust. Okay, jetzt macht sie wieder hier einsaugen. Okay. Läuft eigentlich gar nicht mal so übel, muss ich mal sagen. Also ich mache doch ordentlich Schaden, wie es aussieht. Oh, verdammt. Oh Mann, jetzt komm schon, zurück, geh ein bisschen weiter runter hier. Okay, jetzt bloß nicht nachgeben. Das läuft eigentlich gar nicht mal so weit schlecht. Also, wenn man davon absieht, dass die jetzt momentan eigentlich ja die Gegnerin mit den meisten HP bisher ist. Fuck. Und jetzt ist sie weg hier. Oh, fuck, 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 fuck. Lass mich in Ruhe. Ich schmecke nicht gut. Mensch. Okay, das läuft ja gar nicht mal so übel. Und jetzt liegt sie weg hier. Scheiße. Ah. Wow. Hat nicht richtig getroffen, wie es aussieht. Ah, Mann. Ach gut, solange sie das hier macht, das ist eine gute Position jetzt hier für mich. Das kommt schon jetzt Wind. Oh, fuck. Das ist übel. Okay. Es läuft eigentlich gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so schlecht, meine ich. Warum sage ich jetzt gar nicht mal so gut? Das ist doch... Wow, fuck. Alter. Mann. Okay, jetzt nicht zu weg hier. Ah, fuck. Ja, toll. Ich muss ja auch hier mitten in den Strahl reinschwimmen, oder was? Ah, gut, mit meinen... Oh, fuck. So, jetzt ist sie weg hier. Also gut, meine MP laden sich jetzt zum Glück doch recht ordentlich auf. Oh, verdammt. Oh, fuck. Was kommt schon? Ey, Mann, das schaffe ich ja tatsächlich noch. Jetzt stirb endlich, du Alte! Los, jetzt komm schon! Und ja! Wahnsinn! Ich hab's tatsächlich hinbekommen! Oh yeah! Die Alte geht down. Mann, hätte ich jetzt noch nicht so erwartet. Dachte jetzt echt, ich müsste jetzt mindestens auf Level 28 sein, damit ich stark genug gegen sie bin. Naja, lief aber doch gar nicht mal so übel. Ursula ist besiegt. Der Dreizack ist wieder in unserem Besitz. Vater, es tut mir so leid. Bitte seien Sie nicht böse mit ihr. Es war meine Schuld. Du bist Ursula gefolgt, weil ich nicht wollte, dass du deinem Herzen folgst. Und als du den Kristall gefunden hast, habe ich ihn vor Wut zerstört. Ja, warum haben sie den Kristall eigentlich zerstört? Er hatte die Macht, das Schlüsselloch zu offenbaren. Das Schlüsselloch ist gefährlich. Ich musste euch von ihm fernhalten. Vater.
Träger des Schlüssels, ich habe noch eine Bitte. Versiegle das Schlüsselloch. Mein Dreizack kann ebenfalls das Schlüsselloch offenbaren. Wirst du es tun? Natürlich, das hatten wir sowieso vor. Wo ist das Schlüsselloch, Vater? Das solltest du doch am besten wissen. Es ist in deinem Versteck. Wirklich? Gehen wir, Sora. Ja, immer mit der Ruhe. Zuerst einmal bekommen wir die Kraft des Stroms. Blitz hat sich zu Blitzra weiterentwickelt. Den Anzeigebericht 3 erhalten wir noch. Und das war's auch noch schon. Ja, bevor wir allerdings zum Schlüsselloch gehen, würde ich mal sagen, ja, es ist mal langsam wieder Zeit, den Part zu beenden. Ich bedanke mich mal wieder hier recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Bis dann und tschüss!